Für unseren Schwiebi, unseren Schweizer Burger, brauchen wir ein ganz ein feines Rinderhackfleisch. Nehmen wir heute das pure Rind. Eier zum Spiegelei machen, wollen wir hernehmen. Blumen Onion gibt es dazu. Einen richtig schönen ausgebackenen Speck an Krustensemmeln, ein paar Gewürze, Wustersoße, Sour Cream. Für das Fleisch verwenden wir einen Fertigrub. Kartoffelpuffer wollen wir drauf machen. Ganz wichtig für einen Schweizer Burger ist der Appenzeller, von dem erzähle ich euch heute noch ein bisschen was. Und aus diesen wunderbaren Zutaten machen wir jetzt einen wunderbaren Burger. Freunde, jetzt fangen wir auch direkt an. Es ist nämlich saukalt da draußen, deswegen geben wir heute ein bisschen Gas. Im Hintergrund, wir haben die Grills gestartet, könnt ihr sehen. Da ist der Anzug im Kamin, der qualmt uns ein bisschen voll hier, aber ich hoffe, ihr seht mich hier alle noch. Ne? Hinter mir steht der Traeger, mit dem haben wir auch ein bisschen was vor, den haben wir auf Smoke gestellt. Aber jetzt geht es mal direkt los mit unserem Hackfleisch. Viel Arbeit haben wir nämlich heute gar nicht. Wie gesagt, wir beeilen uns. Das Hackfleisch würzt sich wie jetzt in letzter Zeit häufig mit einem Fertigrub. Da dürfen wir ruhig mal ein bisschen was drauf machen. Da brauchen wir nicht sparen. Ja, das mischen wir jetzt durch und formen unsere Patties. Ihr sagt, falls ihr wollt, kommt da ran. Wenn nicht, auch. Selbstverständlich könnt ihr auch eine Burgerpresse hernehmen, mache ich normalerweise auch, wenn es jetzt bloß für zu Hause ist. Da schauen die einfach viel schöner aus, die Patties, als jetzt so von Hand geformt. Das geht logischerweise auch, das Hackfleisch ist dasselbe. Der Traeger, wie gesagt, der ist auf Smoke gestellt. Das heißt, wir geben jetzt da einfach unsere Patties rein. Ihr seht es da, wie es dezent raucht. Gut, dann lassen wir sie da einfach einmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht sogar 30 Minuten drin. Auf der Stufe Smoke läuft der Träger so um die 80, 82 Grad warm. Das heißt, wir sollten jetzt erst einmal keine Probleme mit unserer Kerntemperatur kriegen. Also wir sollten sie nicht totbraten. In der Zwischenzeit bereiten wir unsere Zwiebel vor. Für unsere Blumen Onion brauchen wir jetzt eine Gemüsezwiebel oder zwei. Wenn wir zwei hernehmen, haben wir festgestellt, wir brauchen die. Die schälen wir jetzt vorsichtig am Stück. Weil da ist das Ende. Da schauen wir jetzt, dass wir richtig schön gerad runterschneiden können. Vielleicht kommt es ein bisschen näher her, dass ihr das seht. Die Zwiebel soll nämlich nicht auseinanderfallen, die sollen zusammenbleiben und soll im Grill später aufgehen wie so eine Blume. Halt ich es jetzt hier an, schneide einfach geradeaus runter. Die kommt es später so in den Grill rein und dann wird die wunderbar aufgehen wie so ein Blümchen im Grill. Die müssen wir jetzt aber natürlich vorsichtig behandeln, damit sie uns nicht auseinanderfallen. So eine Zwiebel herzustellen ist natürlich nicht einfach. Ihr braucht hier ein Hightech-Gerät, einen Blumen Onion Zwiebelstand. Da stellt ihr eure Blumen Onion Zwiebel einfach rein. Ohne das Ding geht das Ganze nicht wirklich. Jetzt brauchen wir ein paar Gewürze. Wir haben Paprika, wir haben Cayennepfeffer und Salz. Das Ganze geben wir da jetzt einfach, wie wir das geschmacklich am liebsten haben, über unsere Zwiebeln. Später sollen wir das Ganze noch mit Parmesan bestreuen und dann ist sie schon fertig. Wir haben jetzt übrigens die Glut komplett hier rübergelegt, zu mir quasi. Auf die Glut kommt die Griddle Plate, die lassen wir jetzt hochheizen. Da drauf machen wir jetzt nämlich den richtig geilen Rest. Die Zwiebeln tun wir nach hinten rein, die braucht jetzt gar so viel Hitze. Läuft bei uns. Jetzt müssen wir kurz warten, bis die Platte heiß ist. Während unsere Griddle Plate da hinten jetzt aufheizt, machen wir nur ganz schnell den Dip. Das ist wieder ein Dip, der recht einfach ist. Den rühren wir bloß an. Gewürze sind dieselben, wie wir schon auf der Zwiebel drauf haben. Dann haben wir ein bisschen Rosenpaprika. Das müsst ihr ein bisschen so nach Geschmack abwürzen. Cayennepfeffer. Da wollen wir jetzt hier ein bisschen mehr aufpassen als bei der Zwiebel selber, gell? Ach,
Übrigens habe ich natürlich einen Quarter Cup, also ein Viertel Cup, ungefähr 60, 70 Gramm, hätte ich jetzt einmal grob geschätzt, Mayo da drin. Dann gebe ich noch Sour Cream rein. Ungefähr, mehr ist es nämlich gar nicht mehr, ungefähr ein Esslöffel Ketchup. Ein Teelöffel Wustersoße. Und ganz wichtig, Grana Padano, schön gerieben. Hätte ich jetzt gesagt, so ein Esslöffel etwa. Der Rest geben wir nachher auf die Zwiebel drauf. Dann rühren wir das durch. Dann ist unser Dip für heute auch schon hergerichtet. Ist das, ja, das wird mir so reichen. Ich glaube, das wird ganz eine leckere Geschichte. Kamera läuft nur. Das blöde rote Licht, ich sehe es nicht mehr. Wolltest du noch irgendwas sagen? Nein, ich wäre dann fertig. Wolltest du sagen, dass du fertig bist? Fertig. Cut. Cut! Leute, jetzt geht's endlich um die Wurst, ums Fleisch. Unsere Platte ist heiß. Da, pures Glück habe ich da in der Hand. Das pure, reine Glück. Den Bratmund ist aus. Jetzt tun wir die Zwiebel drauf. Passt auf, dass sie euch nicht zerbricht. Gebt sie so ein bisschen hinten in den indirekten Bereich rein. Da seht ihr schon, wie sie schön aufgeht. So, da lassen wir die jetzt erst einmal liegen. Dann machen wir einen Deckel zu. Backpapier ist der Trick. Ja, das dudelt so zusammen. Dann könnt ihr das so richtig schön nach unten rein stellen. Schon bleibt sie stehen. Dann machen wir auch ganz schnell den Deckel zu. Und runterregeln wird man jetzt. Ihr habt es gesehen, da ist richtig Feuer drunter. Das heißt, wir machen hier den Lüftungsschieber ungefähr halb zu und jetzt warten wir 10 Minuten, dann geht es weiter mit der Röstis. So, die Zwiebel wird schon langsam weich. Nichts anderes geht es bei dieser Art von Zwiebel. Die Platte ist heiß wie Harry, die haben wir runtergeregelt. Ja, Kartoffelpuffer. Dann nehmt ihr einfach einen fertigen oder ihr macht euch die Arbeit, macht sie selber. Aber ich finde die fertigen auch ganz lecker. Die schmeißen wir da jetzt einfach drauf. Außerdem wollen wir jetzt natürlich unsere Zwiebel auch noch mit Parmesan bestreuen. Der soll jetzt da ruhig ein bisschen schmelzen. Der muss auch nicht überall sein. Und das Fleisch, das erste Stück, holen wir auch gleich dazu, weil wir wollen ja unseren Burger fertig machen. Jo. Unsere Hackfleisch-Patties schauen mittlerweile so aus. Ich hätte gesagt, lecker, oder? Haben richtig schön Farbe gezogen, das Raucharoma hoffentlich richtig schön angenommen. Wir holen jetzt einmal einen runter, der Rest machen wir später gemütlich fertig. Na, ein für euch, gemütlich für uns. Jetzt haben wir es soweit, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Jetzt müssen wir zum einen unseren Kartoffelpuffer umdrehen. Oh, schaut euch das an. Schaut das lecker aus. Ja, dann haben wir unser Ei. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Das Fleisch drehen wir um. Überbacken müssen wir unseren leckeren Hackfleisch-Patty natürlich auch noch. Und das machen wir heute richtig schweizerisch, gell? Mit Appenzeller. Appenzeller ist eine Käsesorte, die, wer hätte es gedacht, in der Schweiz hergestellt wird. Und das Ganze schon seit ungefähr dem Mittelalter. 1280 ungefähr haben sie angefangen, das herzustellen. Jährlich werden 9000 Tonnen produziert und das auch nur in vier verschiedenen Kantonen. Nämlich Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-Außerrhoden, St. Gallen und noch eine, die ich jetzt nicht mehr weiß. Macht gar nichts, ist auch gar nicht so wild. Auf jeden Fall wird die zentral aufgekauft, die gesamte Produktion, und wird dann weltweit vertrieben.
54% gehen ins Ausland, der Rest bleibt in der Schweiz. Den nehmen wir jetzt her und überbacken unser Hack. Das ist ein richtig schöner, aromatischer Käse, also der ist richtig lecker. Jetzt schmeißen wir einfach, wie ihr das gewohnt seid, auf den Hackfleischpatty drauf. Dann schauen wir, hui, Plancha heiß. Dann schauen wir, dass das Ganze schmilzt. Das sollte jetzt nicht länger als 2-3 Minuten dauern. Dann essen wir. Freunde, jetzt wird gebaut. Endlich wird gebaut. Da haben wir unseren schönen rustikalen Krustensemmel. Da geben wir natürlich eine ganz feine Barbecue-Soße drauf. Ein bisschen an Salat fürs Auge, das ist schließlich mit. Habe ich mir heute in einem YouTube-Video erklären lassen. Salat ist es fürs Auge und für nichts anderes. Ja, unterschreibe ich auch sofort. Dann kommt unser Appenzeller Hackfleisch-Patty. Da drauf, wer hätte es gedacht, unser Rösti. Und dann haben wir einen amtlichen Burger beieinander. Fast wäre es passiert. Bacon haben wir vergessen. Und schon ist unser heutiger Schweizer Burger fertig. Das Ei, das ist so gut. Schaut mal, das ist mir gleich kaputt gegangen, wo ich den Deckel drauf gesetzt habe. Da läuft es. Das heißt, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell probieren. Den lassen wir jetzt erst einmal, das gibt eine Riesensauerei. Wir fangen mal an mit der Zwiebel, die ist weich, die zupft man einfach ab. Schauen. Können wir die hier dippen. Das ist einfach eine richtig geile, schnelle Nummer als Beilage. Eine ganz tolle Geschichte. Die Soße dazu, die wir gemacht haben, vielleicht nur ein bisschen Chili Creme, damit ein bisschen mehr Pfiff reinkommt. Ganz eine tolle Hausnummer. Ab da, Hauptdarsteller. Schaut mal da rein. Geil, oder? Aber jetzt geht's los. Freunde, das ist die pure Schweiz. Rösti. Geiler Burger. Das Ei oben drauf, der Appenzeller mit dem wunderbaren Aroma. Eine richtig geile Hausnummer. Wieder eine totale Sauerei. Ja, bin jetzt verkleckert. Ne? Macht es nach, das lohnt sich wirklich. Geht ruckzuck, ist kaum eine Arbeit. Man braucht nicht viel schneiden und es schmeckt einfach sensationell. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht es nach, lasst es mich wissen, ob es euch geschmeckt hat. Euer Andi und das Team von AJ Barbecue, der Eibergriller. Ciao! Freunde, was beim Grillen bei uns natürlich immer nie fehlen darf, ist ein scharfes Messer und Bier. Nämlich ein Appenzeller. Rein der Sack und raus der Sack. Innerhoden, Außenhoden. Jetzt echt. Innerhoden, Außenhoden. Innerrode und Außerrode. So heißt's, gell? Da hinten steht's. Wenn der Flo jetzt ein bisschen zurückgeht, dann fällt das halt so auf, wenn ich ab und zu mal auf die Tafel spick. Überbacken müssen wir unseren leckeren Hackfleisch-Patty natürlich auch noch.